Servus meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2 Total War. Für mich war es eine längere Pause jetzt, für euch wahrscheinlich werden es bloß ein paar Tage gewesen sein seit dem letzten Part. Ich brauche jetzt erstmal einen Überblick und zwar weiß ich auf jeden Fall, dass wir schon seit längerem wieder versöhnt wurden und uns allmählich in den Nahen Osten ausbreiten. Ich hatte mich erst eigentlich entschlossen, Nicäa den Papststaaten zu überlassen, aber jetzt hat mir die Stadt doch so ganz gut gefallen und deswegen würde ich die ganz gerne selber behalten und mich auch weiter ausdehnen, die Türken weiter zurückdrängen auf Nikosia. Da müssen wir jetzt noch schauen, dass wir hier das ehemalige hundertprozentige Ketzertum zurückdrängen. Und hier eine schöne Basis errichten. Boah, da werden wir auch wahrscheinlich ein paar Mal gegen Unruhen ankommen müssen. Schauen wir mal. Ja, wobei, da ist unser König Gustav, der hat zwar jetzt nicht allzu die herrlichen Werte, aber gut. Ja, was ich mir jetzt für diesen und die folgenden Parts vorgenommen habe, ist, dass ich auch auf jeden Fall jetzt mal an einem Kreuzzug teilnehmen werde. Werde da einen relativ jungen General dann hinschicken, weil der dann einfach echt die übelsten Porno-Aufwertungen bekommt und auch, dass ich euch das mal in dem Spiel auch gezeigt habe. Ich hoffe, es gibt dann überhaupt noch einen Kreuzzug. Wenn nicht, dann bitte ich den Papst einfach ein, weil Jerusalem müssen wir ja sowieso ein. Glaube ich, genau, 45 Regionen halten inklusive Jerusalem. Wir haben dazu noch 197 Runden Zeit, also das heißt ein bisschen was noch. Dann kann ich wahrscheinlich immer noch keinen Turm hier bauen. Ja, er ist jetzt eh mittlerweile schon der Prinz Lars, der Zornige. Der ist älter als der König. Ich glaube, der wird nicht mehr in die Macht kommen. Na gut, jetzt hatte ich gerade einen Frameinbruch. Ich entschuldige mich. Die Italiener sammeln hier in Heraklion, das finde ich nicht so toll. Ansonsten, wir sammeln ja jetzt hier gerade mehrere Generäle. Hier sammeln wir jetzt gerade Truppen und bilden die fort. Also, es ist so ein feuchtfröhliches Rüsten hier gegen die Türken. Ja, mein König. Weil ich glaube, uns steht auch gleich noch eine Schlacht hier bevor. Gegen Murat Cikirciki. Geiler Name. Wo ist denn eigentlich unser Anna Händler? Da ist der gestorben. Wer ist mein Ziel? Ah ja, ihn da wollte ich ja umbringen, ne? Mein König. So, dann lassen wir doch diese Skriptsequenz mal. Schauen wir mal, ob unser Attentäter erfolgreich ist. Nein, ist er nicht. Mein Gott, lässt sich doch auf offener Straße erwischen, hä? So ein Depp. Oh, da kommt eine Frau vorbei. Ich zieh jetzt mal mein Messer raus und versuch's dem Typ da vorne in 10 Meter Entfernung in den Rücken zu schmeißen. Meine Güte, hä? Ist doch eh so gut. Oh, ein Lustknaben. Plus eins auf Agententalent. Nicht alle denken, dass das andere Geschlecht die größte Verlockung ist. Aha, der. Für den ist die größte Verlockung das gleiche Geschlecht. Wie kann ich dienen? Ja. So. Ich bin Gottes Diener. Ich würde mal sagen, da hier 0% katholisch ist, natürlich, mein Herr, dürft ihr alle eure lange Reise antreten. Ich bin Gottes Diener. Ich bin, wie kann ich dienen? Um hier alles. Bin unterwegs. Ich bin Gottes Diener. Ich setze die Reise morgen. Ja, mein König. Zum Katholizismus zu bekehren. Mein König. Ja. Na, was, wie wir jetzt genau mit den Ungarn verfahren, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ich weiß schon, was ich machen werde. Mit denen meinen Diplomaten hier gibt es noch, ne? Mein König. Jawohl. Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber das macht nichts. Denn dann werde ich nämlich hier. Euch zu dienen, Herr. Mein König! Dann sind die desillusioniert. Das finde ich jetzt aber eher uncool. Ändert sich das, wenn wir hier ein so ein Bataillon da lassen? Na, dann ändert sich das gut. Dann nehmen wir hier noch Easi ein. Weil dann können wir das den Papststaaten vermachen und uns wirklich ganz getrost hier auf den Mittleren Osten konzentrieren. Wir müssen ja noch aufpassen wegen den Itakern hier, ne? Den Benventu Zorzi, der hier mit einer ganz fetten Armee rumschwirrt. Hier habe ich auch noch eine Armee sitzen, sehe ich gerade. Ich habe noch relativ viele Armeen überall. Ach ja, ich muss übrigens etwas korrigieren. Die Stadt in Dänemark und damals Dänemarks Hauptstadt heißt natürlich nicht Aarhus, sondern Aarhus. Ich wurde hier korrigiert und deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen, falls ich da jetzt gegebenenfalls dänische Zuschauer damit beleidigt habe. Die Stadt heißt natürlich Aarhus. So. Ja, der Schifffahrtshandel hier ist ja ganz formidabel und rentabel und was weiß ich noch alles. Hier dürfen wir ein bisschen fortbilden, falls London angegriffen wird, was ich nicht glaube.
Aber wir wissen ja, hier wütet ja schon... Wütet hier eigentlich immer noch die Pest? Ich glaube nicht mehr, gell? Nee. Die Pest ist jetzt vorübergezogen. Wird auch gut sein so. So, genau. Hier haben wir es mit der öffentlichen Ordnung eigentlich schon ganz gut. Kathedrale, eine Metropole ist es schon. Das heißt, wir können dann gleich, wenn die fertig ist, eine riesige Kathedrale im Anschluss bauen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer. Auf in die Schlacht. Ja, eigentlich hättest du das Schwert auch in den Rücken rammen können. Naja, der wäre zwar jetzt erstmal vertrieben, aber sicher ist sicher. So. Mein lieber Murat, es tut mir ja leid, aber... Unser Volk war siegreich für unseren König. So. Marschiert! Und den anderen da lassen wir gar nicht erstmal vorbei. Den Zorzi. So, hier marschieren wir gegen Ungarn, um es dann anschließend, ja, sie den Papststaaten zu überlassen. Runde 255. Wir kriegen noch ein paar Generäle mehr von hier oben. Der volle Generalshort da unten. Oh, ich glaube, da ist jemand gestorben. Schauen wir mal. Agent entdeckt von Ungarn. Agent entdeckt von den Papststaaten. Rundenbericht. Ja, grandios. Wir haben ja bald wirklich 1 Milliarde Gulden zusammen, wenn es so weitergeht. Zeit für alle. So. Tokjarl, Familienmitglied in Zagreb, kam ums Leben. Und Ingeborg von Esbjerg, Kaufmann in Angers. Baubericht. Ah, in Durazzo sind die Ballistentürme fertig, aber es ist ja erst eine Großstadt. Ah, naja, lieber nicht. Eine Ortswache soll die Sache hier klären. Genau. Ja, Beziehungen verschlechtert Polen schrecklich. Das ist mir eigentlich relativ bums. Es wird wieder geheiratet. Und gebumst. Ja, habe ich jetzt nicht gesagt, Kinder, ne? Ihr wisst natürlich nicht, was das bedeutet. So, Rüstungsschmiedemeister, Büchsenmacher, Akademie. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ei, da ist aber einiges drin. Soldaten, wir ziehen in den Krieg! Was ist denn das? Eine Festung, oder? Eine Festungsbelagerung ist auch was Schönes. Eieiei, draußen ist vielleicht gerade ein Wetter. Ich hoffe, ihr könnt das Donnernetz im Hintergrund nicht hören. Das wäre jetzt ein bisschen suboptimal. Wenn es so laut gleich ist. Ja, und die Polen, die existieren ja quasi nicht mehr. Da könnte ich eigentlich auch mal einfallen, oder? Wenn ich da einfach als nächstes weg. Und dann überlasse ich es den Russen. Hihi. Nee. Das verkaufe ich alles den Papststaaten, weil ich will diese russischen Gebiete ehrlich gesagt gar nicht. Oder alles, was hier... Also ab hier, also Bukarest, Bran, das passt noch alles. Aber wirklich hier, ja, sie alles aufwärts. Das verkaufe ich den Papststaaten. Dann teile ich mir mit denen die Welt... die freuen sich darüber. So, hier sehe ich, Nikosia wird allmählich. Ja, Ketzertum ist sehr schwer wieder zu beseitigen. Dadurch, dass da jetzt natürlich, was weiß ich, 100 Jahre oder so Ketzer auf dieser Insel am Werke waren. Mein König. So, du stirbst jetzt endlich mal. Bitte. Danke. Geht doch. Bin auf dem Weg. Halil der Unorthodoxe, was der hier mit Orthodox zu tun hat, weiß ich nicht. Ja, mein König. Bin unterwegs. Ich bin Gottes Diener. Na, wie kann ich dienen? Boah, diese Gebirgsregionen hier, die sind ja auch echt scheiße. Bin unterwegs. Boah, jetzt wahrscheinlich 100 Runden, bis ich da unten bin, hä? Naja. Ach ja, genau. Generäle, ihr dürft wieder latschen. Mein Hafen wird blockiert, scheiß dich drauf. Viele Nationen gibt es ja eh nicht mehr. Ach komm, jetzt mit der Pest, hey. In York jetzt. Das zieht ja immer weiter. Abstarten, ja. Schickt nur eure... Initiere erst die Kathedrale fertig. Dann baue ich hier gleich die riesige Kathedrale. Und danach... Alles andere, was die Stadt noch so braucht. Aber Religionkonvertierung... Sollte natürlich, ach, das mit Smyrna hier, das geht mir irgendwie auch auf den Sack. Die Konvertierung zu unserer Staatsreligion ist natürlich ausgesprochen wichtig, deswegen hat die Kirche hier Vorrang. So, ja, sie greife ich jetzt an. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. So, und ich werde jetzt hier mal ein bisschen Belagerungsleiter noch einsetzen. Ich habe die bis jetzt noch nie eingesetzt, ich weiß. Aber ich habe rausgefunden... Das, natürlich nicht ganz ohne fremde Hilfe, weil ich war immer wieder zu blöd dafür, selber herauszufinden, dass die Träger dieser Belagerungsleitern sprinten können. Und das ist natürlich zum Einnehmen der Mauern ausgesprochen geil. Ich bin Gottes Diener.
Wir werden niemals aufgeben. So, den lieben Lars kann ich wohl wahrscheinlich nicht mehr dafür benutzen hier. Gut, dann lassen wir die Priester hier mal alle weiterlatschen. Oh. Ah, jetzt hat der Rebelle versucht mich... Ah, da ist ein Ketzer. Da ist ein Ketzer. Oh, scheiße, wie mache ich den jetzt weg? Ich habe in den umliegenden Dingen ja wahrscheinlich überhaupt gar keine Priester oder so, ne? Naja, natürlich nicht. Wo war der jetzt? Hier steht er. Weißt du was? Ich bilde jetzt einfach in Wien... Bilde ich jetzt einen Priester aus. In Sofia bilde ich einen Priester aus und in Bukarest. Halt, das ist ein Kaufmann. Und sicherheitshalber mal in Zagreb auch noch, weil dann kann ich dem nämlich gleich mal 4 Priester entgegenschicken, dem Ketzer. Dann hat er nicht so viele Überlebenschancen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Agent entdeckt Ungarn, ja. Dafür werden sie jetzt bezahlen. Der Tod geht um in York. Rundenbericht wieder sehr grandios. Wir haben schon 9 Millionen Gulden in der Staatskasse. Also selbst eine größere Wirtschaftskrise kann uns nichts anhaben, weil wir so viel Staatsvermögen haben. So, und Swain, der Missionar, ist befördert worden. Geile Scheiße. Sten von Runavik und Tove von Runavik. Wer da jetzt die Frau ist, fragt mich nicht. So, gut. Wir stehen in der Gunst des Papstes nicht so gut. Papst Atschko, der Bitterböse von Dänemark. Ja, der stirbt eh bald. Und wer wird wohl sein Nachfolger? Jetzt haben wir wirklich das komplette Kardinalskollegium eingesetzt. Leute... Diesmal aber wirklich, wir haben nur noch dänische Priester, Bischöfe und Kardinäle im Kardinalskollegium sitzen. Ist natürlich edel, ne? So, greifen wir hier mal an. Wir ziehen in den Krieg! Ja, gut, die haben eigentlich ja gar keine Chance. Aber ich habe jetzt einfach mal wieder Lust auf eine Echtzeitschlacht und da die relativ viele Gegner sind, möchte ich das ganz gerne ausnutzen und auch gleich mal das mit diesen Belagerungsleitern demonstrieren, wie die sprinten können. Die Träger zumindest. Die Leitern an sich können leider nicht sprinten, falls das jetzt irgendwie fehlinterpretiert wurde oder so. Ich labere schon wieder zu viel, ich merke schon. Hier ist wenigstens nicht so ein quälend langer Ladebalken wie bei Empire. Da hatte ich letztens einen Ladebalken, scheiß die Wand an. Also bin ich, glaube ich, 5 Minuten im Ladescreen gehockt. Einhalten. Wartet auf meine Befehle. So. Leute, seid doch nicht alle so schüchtern. Ups. So, mal so ein bisschen näher ran hier. Aber nicht ganz so nah. Wir haben hier eine Burg, vergesst es nicht. Beziehungsweise wir haben eine Festung. Das heißt, ihr seht schon, wir müssen hier 2 Mauerringe einnehmen. Und jetzt mache ich mal eine andere Strategie beim Einnehmen. So, hier kommt jetzt erstmal der Belagerungsturm hin. Und die Leitern, die stelle ich jetzt mal hier auf. Und den Rambock, zumindest einen davon, den stelle ich jetzt mal hier hin, den anderen dahinter. So, und ihr seht jetzt schon, unsere Leiterträger, die sind zwar sehr verwundbar, aber die Türme, dadurch, dass ich den Belagerungsturm zuerst losgeschickt habe, schießen die Türme jetzt primär auf den Belagerungsturm, was sie gerne machen dürfen. Ach ja, genau, wir laufen mal durch das Haus durch. Gut, also, ich habe halt eben Supersoldaten, Leute, ja, die Dänen sind einfach echte Supersoldaten. So, ich glaube, so allmählich können wir auch mal unseren Rambock losschicken. Wenn jetzt der Belagerungsturm hier in Flammen aufgeht, ist es nicht so tragisch. Die nordischen Schwertkämpfer, die halten schon ein bisschen was aus. Unsere Männer haben die Mauern mit ihren Leitern erreicht. Ja, ihr seht also, es geht auch relativ schnell. Was habe ich denn hier eigentlich alles? Feudalritter, hochmittelalterliche Ritter. Verwechsel ich ganz gerne dann wahrscheinlich mit der Generalsleibwache. So, nordische Bogenschützen, Bauernbogenschützen, Armbrustschützen. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Jetzt beginnt die Metzelei. Jawoll! Wollt ihr vielleicht auch heute nochmal? Es wäre ganz nett, wenn ihr euch bewegen würdet. So. Jetzt habe ich hier größtenteils Kavallerie. Ach nee, seh mal. Da habe ich noch ein bisschen was.
So, und die Kavallerie können wir natürlich auch hinterherziehen, weil die brauchen wir, um das Tor zu stürmen. Die Belagerungen laufen ja im Prinzip immer gleich ab. Ihr wisst ja schon. Oh, was haben denn die? Pavese, Armbrustschützen. Miliz, okay. So, die haben natürlich. Das Tor mit dem Rambock erreicht. Jawohl! Jetzt habe ich auch wirklich endlich die beste Kombination gefunden. Dadurch, dass der Rambock jetzt natürlich nicht mehr so schnell angezündet wird. Ausgesprochen angenehm, muss ich dazu sagen. So, hier warten schon Bauern, abgesessene Feudalritter. Na, vielleicht schicke ich doch lieber erst die Fußsoldaten rein. Wie viel Prozent? 80%, das heißt, ihr dürft sprinten. So,